11.11. ist ein wichtiger Tag, vielleicht sogar der wichtigste Tag im ganzen Jahr. Sie haben den sicherlich dick angestrichen im Kalender. Ne? Der 11.11., klar, das ist doch genau Sankt Martin. Und was er an Sankt Martin erlebt hat, das erzählt er uns jetzt. Thomas Siebenhaar. Ich gehe mit meiner Laterne, die meiner Tochter gehört. Sie will sie selber nicht tragen, weil sie neben mir läuft und plärrt. Ihr Licht ging aus, sie will nach Haus, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Die Batterie vom Licht läuft aus, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Letzt Jahr war's schon das Gleiche, da war in der Laterne a Kerz. Ich sag noch zu meiner Gattin, das sind doch nostalgische Fats. Meine Tochter flennt, der Lampion brennt, Rabimmel, Rabammel, Rabum. Und mir sind mit der Harm gerennt, Rabimmel, Rabammel, Rabum, bum, bum. Ihr Leute, wir sind doch nicht ganz sauber. Jedes Jahr der gleiche Zauber. Jedes Jahr dappst du wie dumm im Herbst im Nieselrege rum. Mit einem Lampion behängt, der, wenn du blöd bist, Feuer fängt. Du hast beim Basteln schon gelitten, dir fast de Finger abgeschnitten. Der Bläserchor hat schepp und laut so ziemlich jedes Lied versaut. Du bekommst einen Tinnitus und zu allem Überfluss latschst du rum im Pferdedreck und frisst durch weichte Eier weg. Und alles das, jetzt kommt's noch schöner. Weil irgendwann so um alle Römer das Schwert ist aus der Hand geglitten. Er in den Mantel hat geschnitten, den hat er fluchend fortgeworfen. Ein Bettler hat's am Kopf getroffen. Der hat sich laut bedankt vor Freude und darum latsche mir all heute mit unsere Kinder im Rege auf der Gass. Katholisch ist manchmal wirklich kein Spaß. Ein Martinszug wirkt wie eine harmonische Masse, doch in Wirklichkeit gibt es da zahlreiche Klasse. Zum Beispiel die Ignoranten in der Martinszuggruppe, denen ist eigentlich der Krempel hier Schnuppe, die gehen kurz auf dem Heimweg, um hier mitzulaufen beim Aldi Laterne samt Glühbirnchen kaufen. Während im Zug wird am Handy auf den Livestream geschielt, weil ausgerechnet heute die Eintracht gerade spielt. Und so hat mir letztes Jahr, was mich ziemlich gestört, im Zug dauernd Schiri, du Simbel gehört. Ganz anders sind da die Traditionellen, die ihre Laterne selber herstellen mit ökologisch zertifiziertem Buntpapierbogen. Die Wachskerzen, die werden selber gezogen. Die handgeklöppelten Juteklamotten sehen aus, als wären sie zerfressen von Motten. Beruflich bestehen die, das sagt schon die Logik, aus Ergotherapie, Lehrern und Sozialpädagogik. Thank you.
kommt in die Masereichung, der Zug ersetzt sich in Bewegung. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin sitzt auf seinem Ross und hinterher, da dapst der Tross. Das Ross, das hebt den Schweif im Nu und kackt die ganze Straße zu. Die Kinder latschen in die Pferdeäppel rein. Jetzt stinken alle wie ein Schwein. Auf Pferdedreck fällt ein Weckmann drauf. Dein Kind, es isst ihn trotzdem auf. Ein Novum in diesem Jahr sollte sein, St. Martin spielte Präses vom Fasnachtsverein. Hier, der war so nervös, das hat man gefühlt. Der hat ja aus der Fasnacht noch nie was gespielt. Und so kam's wie befürchtet vor dem Kirchenbau. Der Präses holt Luft und ruft: Frankfurt! Ich bin der St. Martin und ich teil bei dem Kalde mein Mantel mit dem frierenden Bettler, dem Alde. Drum nehm ich das Schwert und das ist der Hit. Ich teile den Mantel dosch in der Mitte. Jetzt friert der arme Bettler nicht mehr wie die Sau. Ein Hoch auf St. Martin und Frankfurt. Ja. Ich konnte kaum glauben, was der da abzieht. Derweil hatte Parra schon Schnappatmung kriegt. Dann zieht er die Klinge hoch in den Himmel. Doch er rutscht leider ab und er piekst seinen Schimmel. Der wiehert laut auf und schmeißt mit Geruggel den Martin mitsamt seinem Schwert von seinem Buckel. Und die Klinge, sie trifft, der Parra beißt auf die Lippe, dem frierenden Bettler genau zwischen die Rippe. Das Schwert war aus Plastik, drum ist nix passiert. Doch der Bettler schreit auf, so als ob er krepiert. Und so war zu lesen im Blättchen der Woche: Bettler in Frankfurt vom St. Martin erstochen. Unseren Parres, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, den hätte ich an dem Abend ja beinahe erschlagen. Es ging um die Weckmenschen, die so, ich finde, an der ganzen Veranstaltung das Beste wohl sind. Er schaute ganz selig aus seinen Augen und dann sagte er dies: Ich konnte es kaum glauben. An St. Martin sind viele Kinder stets da. Drum habe ich mir gedacht, in diesem Jahr, St. Martin hat geteilt, das habt ihr heute gehört. Und er hat euch auch heute einen Weckmann beschert. Doch sind in den Körben in diesem Jahr nur die Hälfte an Weckmenschen für alle da. Die sollt ihr jetzt teilen auf brüderlich Art. Greift zu, meine Kinder, der Kopf steht parat. Ich hole tief Luft, meine Haare werden groß und dann brach auf dem Kirchplatz die Hölle los. Kinder, die rennen, Mütter, die kreischen, jeder versucht als erstes so einen Korb zu erreichen. Männer, die fluchen, Frauen, die flennen, alles tut auf die Körbe zu rennen. Die Glänzte wurde gleich fortgerissen, die Obers, die haben mit Krüge geschmissen. Die Kirchenchorfrauen haben sich mittig formiert und mit Rollatoren den Zugang blockiert. Die Messdiener riefen, die Kirche wird beleidigt und haben die Weckmenscher mit Weihrauch verteidigt. Von rechts stürmte ran und da wurde es echt bitter. Der Menstruationskreis stillender Mütter.
Worauf der Freundeskreis der Fußballerväter flüchtet kreischend ins Zelt der DRK-Sanitäter. Ein Offenbacher rief begeistert und voller Elan: St. Martin ist bei euch wie Kerbesonntag daheim. So mündet der Lampjangzug an jenem Tag in die größte Schlägerei, die es in Frankfurt je gab. Nur die Kerbe-Bosch, die waren nicht betroffen, die haben mit dem Küster den Messwein gesoffen. Und während alles sich prüschelt hat, unterdessen dem Martin sein Gaul den Kopf leer gefressen. Auf der Homepage der Kirche stand noch in jener Nacht: St. Martin ist die nächsten 5 Jahre abgesagt. Plötzlich fiel mir ein, dass am Martinstag, da ist ja noch ebbes anderes Ach, denn da ist 11.11., es ist Fasenacht. Peif auf den Martin, hab ich mir gedacht, ich brauch keine Laterne, ich geh jetzt hier weg, mach mich auf die Fasnacht und trink da einen Sekt. Drum bin ich jetzt hier bei euch in dem Bau und rufe voll Freude: Frankfurt, hello! Das ist ja eine authentische Geschichte. Ne? Ich finde das ja toll, was er für seine Tochter macht. Auch darauf ein dreifach donnerndes Thomas Siebenhaar, hello! St. Martin, hello! Frankfurt, hello! Lieber Thomas, dein Ausmarsch!